Ich soll dir auf jeden Fall von der oder dem Dings sagen, dass... Was macht ihr? Wir machen hier nur... Nein, wir machen nix und du halt dich raus, du Eierkopf. Er hat nicht so gemeint. Doch! Das sind die lustigen Tassen in einem 3D-Film und hier sind die zum Anfassen. Hier, ich hab schon euch im Laden stehen sehen. Echt? Und wie sah ich aus? Ganz schön billig. Okay, lass mal einen anderen Dialog machen. Okay. Die Köpfe hinter den Tassen sind Max Zimmermann und Tim Osterholt. In einem Frankfurter Studiobüro für 3D-Animation entstehen die Ideen für die Tassen. Tradition ist der Weihnachtsgruß, den die beiden jedes Jahr an ihre Kunden schicken. Lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freuen. Lustig, lustig, tralalala, bald ist Nikolausabend da. Sag mal, wir wollten doch zusammen ein Lied singen. Ja, du vielleicht. Mich nicht. Das war der letzte Film. Angefangen hat alles mit den Tassen vor 10 Jahren mit einem Sketch vom Comedy-Duo Mundstuhl, den Tim am Computer mit den Tassen nachgespielt hat. Du kannst dich am Arsch lecken. Ja, du kannst mich auch mal am Arsch lecken. Du kannst mich ganz 4-mal am Arsch lecken. Immer 2-mal mehr wie du. Damals gab es eben noch kein YouTube und nix, sondern da hat man wirklich kleine 2 MB-Filmchen an eine E-Mail und an alle Kunden raus. Und innerhalb kürzester Zeit haben die Leute sich diesen Film weitergeschickt und so hat's angefangen, ja. Mittlerweile sprechen die beiden 3D-Animateure ihre Figuren selbst und die haben eigene Charaktere. Aber es war falsch. Eben. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber die Kleine ist doch hochbegabt. Da muss man auch schon mal seine Stimme verstellen. Ja, oder ein bisschen anders reden, so wie in Stuttgarter oder so. Gut. Jede Menge Arbeit, bis so ein Film fertig ist. Zuerst entwerfen die Animateure eine Idee und dann entstehen Zeichnungen am Computer. Die macht Max, der schon als Kind gezeichnet hat. In der Schulzeit habe ich Comics gezeichnet, Comicfiguren eigentlich. Das war das Wichtigste und auch so kleine Mini-Geschichten gemacht. Und dann ging das aber auch weiter. Dann die ersten Flyer für Abendevents, Nachtclubs und so weiter. Aber auch alles immer sehr figürlich und auch ein bisschen gesprüht. Psst. Beide sind Autodidakten. Studiert haben sie nicht. Tim haucht den Tassen im Film Leben ein. Zum 3D-Animateur wurde er inspiriert durch Hollywood-Filme wie Jurassic Park oder Terminator. Das war vor über 20 Jahren als Praktikant. Da war dann auch die Idee geboren zu sagen, ich muss mal gucken, wo es sowas gibt. Und in Deutschland fing es eigentlich an mit so Musikvideos. Da waren dann hier in Frankfurt war ein Studio, die hatten große Maschinen da stehen, Sachen, die dann einfach 3D überhaupt bedienen konnten. Ja, und da habe ich dann probiert, irgendwie reinzukommen als Praktikant. Irgendwie nachts durfte ich dann von abends um 8 bis morgens um 8 durfte ich an den Rechner und gucken, ob ich das hinkriege. Das hessische Duo produziert mittlerweile 3D-Filme für die ganze Welt, hauptsächlich für Werbekunden. Mittlerweile arbeiten sie fast 20 Jahre zusammen. Durch die 3D-Filme sind die Tassen so berühmt geworden, dass dann der Wunsch kam, daraus was zum Anfassen zu machen. Was ist mit dir los? Geht's dir nicht gut? Das andere ist aber, eben mal was in der Hand zu halten. Das war auch das Schöne, als wir die Produkte rausgebracht haben, von dieser ewigen Virtualität mal so ein Ding in der Hand zu haben, die Kurven zu spüren, ja, draus zu frühstücken. Das Porzellan wird in Deutschland hergestellt und die Ideen, die kommen natürlich aus Frankfurt. Und der nächste Tassenfilm ist auch schon in Vorbereitung. So, ich würde sagen, ihr belangt's, oder? Alle, geh ich auch heim. Geh ich auch heim. Tschüss.